Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Spellforce. Wir sind hier bei den klagenden Steinen und machen uns jetzt, schicken uns an, den ersten Feldherrn Platz zu machen. Damit wir fleißigst vorankommen. Anhalten, Männer! Lasst sie nur kommen! So, einmal ein Gruppenheal. Zack, da ist er schon platt. Das ging ja schneller als erwartet. Aber gut, wir haben ja auch schon eine recht schlagkräftige Truppe hier, ne? Muss man ja der Ehrlichkeit halber schon festhalten. So, einmal bitte fliegende Mortex für den Herrn Todesboten. Hat er gerade frisch bestellt. Eine richtig schicke Ausrüstung haben wir da. Silian, Initiiertenring, große Kriegskeule und ein Zauberlebensraub. Nett! So, drück den mal bitte hier eins rein. So, geht doch. Machen wir das Lager der Platte, sind wir da durch oder klopfen wir gleich mal das Monument hier frei? So, da ist schon der nächste Feldherr. Da könnten wir theoretisch gleich durchmarschieren. Ich meine, unsere Truppe, die... Oh, nee, Moment. Da ist erst jemand, der spielen möchte. Und komm, wir kloppen uns dann erst das Monument hier frei. Geht es los? Ja, geht gleich los. Sobald du da bist, darfst du gerne sofort draufprügeln. Ignoriert euch einfach, das ist ja frech. Aber ihr trefft auch irgendwie nicht, weil der so am Wegrennen ist, ne? Oder was ist weg? Er rennt ja eigentlich zu uns hin, zu unserer Basis. So, endlich bleibt er mal stehen, dass wir mal mit dem spielen können. Schnell. Geht doch. Sofort. So, dann können wir hier, weil wir hier so eine schön große Fläche haben, nochmal ein Nahrungslager mit diversen Schweinezuchten positionieren. Da kommen nochmal zwei Schlurfer. Komm, wir fangen die zuerst ab. Ich finde es faszinierend, dass die heißen Schlurfer latschen total langsam durch die Gegend, aber sobald sie angegriffen werden oder angreifen wollen, dann sprinten die wie die Wahnsinnigen. Das ist in etwa so wie das Phänomen im Supermarkt, wenn eine Kasse aufmacht und eine alte Dame, die ganz langsam die ganze Zeit durch die Gänge schleifte, dann erstmal zum Sprint ihres Lebens ansetzt, gefühlt. So, mehr Larrys. Aber ich würde sagen, wir kloppen uns jetzt erst oben das Monument frei und produzieren die dann, also bilden die dann direkt hier oben aus. Und los! Das ist ja direkt der Nächste, ey. Ihr seid aber auch nervig. Warum seid ihr denn so nervig? Ah, widerstanden. Ach nee, Moment, hat einen Debuff, ne? Ach, das war Mana, was du ihm geklaut hast. Das war der Zauber. Deswegen hatte ich vorhin auch so verdammt wenig. Vorwärts. So, mal eben den kleinen Gruftterror um die Ecke bringen. Hier ist noch mehr Mondsilber, das ist gut zu wissen. Falls unsere Mondsilbervorräte mal zur Neige gehen. So, einmal ein Nahrungslager bitte hierhin. Kämpft, Männer!
So, bleibt er endlich mal stehen, der Herr. Und auf die Omme. Sehr schön. Und los. Oh, da gibt's auch Rambazamba. Der Fernkämpfer kriegt leider im Nahkampf ein bisschen auf die Schnauze. Ich weiß nicht, ob unsere Truppen schnell genug da sein werden. Aber ich glaube, so schlecht wie der Geistbrenner daneben haut, solange er nicht nochmal zaubert, könnte das was werden. Ja, sieht doch gut aus. Zack! Sehr schön. Folgt mir. Auf meinen Befehl. Ach, direkt die nächsten, Larrys. Nervig! Wo war der zweite? Oh, der rennt auch noch. Ja, super, da bin ich extra hier oben aus. Und dann rennt er durch nach hier unten, der Sack. So, mehr Schweine zuchten. Auf meinen Befehl. Bereit. So, welches Lager soll ich als nächstes machen? Vorwärts. Ich weiß es nicht. Schon so gut wie erledigt. Die sehen alle so verführerisch zum Draufhauen aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Dass wir uns um das Lager kümmern, da kommen wir, glaube ich, hier hoch und dann könnten wir theoretisch hier hinten rum weiter, denke ich. Mehr Schweine zuchten, weil mehr Mampf. Das wird ein Meisterwerk. Oh, da ist ja einer noch. Stimmt, das war unser Verteidiger, der ein bisschen auf die Oma gekriegt hatte gerade. Och, ey, jetzt kommen ja auch noch mit rein. Wisst ihr, wer einer da gekommen? Wäre mir das ja fast egal, ne? Aber mit rein ist das ein bisschen. Meh. Schnell. Wollen wir vielleicht doch erst den hier platt machen, dass hier nichts mehr spawnt? Ich würde sagen, ja, wir machen den platt. Aber da kommen viel öfter welche her aus der Richtung. Gut, dann über die leider viel zu enge Brücke. Aber gut, das sind alles Milis. Das ist dann nicht so schlimm. Greift unser Monument und ich kriege nicht mal eine Mitteilung darüber. Auch noch nicht mal Multo Dramatico Musik. Egal, das Monument hält ja ein bisschen was aus. So, lass mal ein paar Hämmer fliegen, bitte. Und du, hau noch mal einen Heal rein. Wir haben den ersten Nahkämpfer verloren. So, zwei Nahkämpfer. Die bilden wir mal hier aus. Dann könnt ihr nämlich direkt... Ach, jetzt kommt mal die Mitteilung. Nett. Ja, du darfst gerne mithauen. Stell dir das mal vor, Runenkrieger. Ich erlaube es dir feierlich, dass du mit draufhauen darfst. Ach, hier ist der Weg danach da oben. Oder ein Weg nach da oben, okay. So, den kriegt ihr platt, ne? Ja, sehr schön. Ein bisschen knapp, aber ihr habt es hinbekommen. Das ist die Hauptsache.
So, beide Gebäude synchron platt. Ist ja traumhaft. So, können wir schon wieder ein Upgrade machen? Ne, ich glaube, wir brauchen genau 1500. Heißt, wir brauchen noch mehr Mampf. Mehr Schweinezuchten. Ding, ding, ding. So, humpel mal ein bisschen schneller. Wobei, wir könnten ja eigentlich schon mal hier angreifen, ne? Hier nach. Und los. So, nimm mal mehr. Der braucht ein bisschen besondere Zuneigung von uns. Im Moment eigentlich ein Fernkämpfer voraus. Na, da kam leider zu spät der Heal. So, Fernkämpfer auch mal bitte draufhauen. Das wäre äußerst nett und du brauchst nochmal einen Gruppenheal. Beziehungsweise die Gruppe braucht einen Gruppenheal und du musst ihn machen. So, 5 Nahkämpfer sind schon tot. Und hier haben wir wieder keine Info bekommen. Toll. So, geht er endlich mal down. Du darfst gerne mit an die Front, mein Lieber. Du musst dich jetzt nicht hinten verstecken. Nicht so schüchtern. Rabenkappe, Weisheit und Charisma. Nett. Stimmt, wir haben ja noch ein Level up. So, erstmal die weiße Magie nach oben. Was brauchen wir hier? So, das hätten wir. Gönn uns nochmal einen Gruppenheal. Und dann gönnen wir dem mal hier eins auf die Schnauze. Vorwärts. So, Moment, ihr dürft gerne alle mit. Zum Angriff! So, mein lieber Feldherr, dann einmal ein bisschen Schmerzen für dich. Nö, nee, für mich keine heute, danke. Aber lieb, dass du fragst. Das ist ein Hinterhalt. Und dann geht er down. Oh, Aura der Heilung Stufe 7. Moment, war das Aura der Heilung oder Zone der Heilung? Gucken wir gleich mal in Ruhe. Schnell, ja. Sofort. Ich möchte mal kurz hier hinten lang gehen, nicht, dass hier irgendeine Kiste ist oder so, die ich dann übersehe. Ja, sicher ist sicher. Wir brauchen immer mehr Schweinezuchten. So, wir können das nächste Upgrade machen. Zack. Oh, uns fehlt noch ein... Na, von denen, dann machen wir doch direkt 5 weitere und weitere Verteidiger. Die lasse ich direkt hier stehen, weil hier wird mit Sicherheit gleich wieder so ein Todesbote entlang marschiert kommen, den wir dann entsprechend empfangen können. Da ist eine Leiche neben Bannweber. Ich weiß nicht, ob das ein Bannweber oder der Bannweber ist. Keine Ahnung, ob es ein Eigenname ist. Ne, es sieht nicht so aus, als wäre eine Kiste. Alles klar. Dann gehen wir doch mal hier oben direkt hin. Vorwärts. Sind wir ja gerade halbwegs in der Nähe. Oh. Oh. Puh. Ich dachte erst kurz hier in das Tor schon aufgehoben. Oh, wartet mal. Ich wette, hier sind Pläne drin. Die Kiste sehe ich leider jetzt erst. Ja, sag ich doch, da kommt einer. Wir warten dann mal mit den 5. Vorwärts. Gehen aber trotzdem erstmal hier zum Bannweber, weil ich wissen will, was hier mit dieser Leiche ist. Na komm, beschleunigen wir das ganze Mana. Haben wir ja ohne Ende. Also nicht ohne Ende, aber wir haben genug Mana. Vorwärts.
Ein Malachit. Nett. Leiche von Cassius Demer. Die Leiche eines Reisenden liegt hier. Der Kleidung nach scheint er dem Diebeswerk nachgegangen zu sein. Ein vergilbter Brief offenbart den Namen des Empfängers. Cassius Demer. Durchsuchen wir die Leiche nach Hinweisen. Der Brief zerfällt bei näherer Untersuchung zu Staub. In der vermoderten Kleidung ist aber noch ein seltsames goldenes Bruchstück zu finden. Das Bruchstück scheint zu irgendeinem Schmuckstück oder einem anderen Kunsthandwerk zu gehören. Okay. Cool. So, komm, dann marschieren wir hier oben durch. Warte mal, wo war jetzt... Wurde jetzt eine Quest aktualisiert? Ich weiß es nicht. Die Ahnen rufen uns für die Freiheit. Schnell. Bitte einmal einen Gruppenheal. Stimmt, wir hatten ja noch einen Zauber übrig. Aura der Heilung. Stimmt, das ist was anderes als Zone der Heilung. Okay. Heißt das, es werden automatisch alle geheilt, die Schaden haben, oder werden permanent alle geheilt? Müssten wir mal testen. Folgt mir. Ja, komm her. So. Schnell. Für die Freiheit. Mehr Eisen. Sehr nett. Oh, ich sehe da gerade was. Hier bin ich. Werdet ihr einmal so nett und legt euch mit denen an. Ich weiß nicht, ob ihr es schafft, aber versucht's mal. Ich denke mal schon. Ihr wirkt ja jetzt nicht gänzlich unfähig, ne? Also, da darf man mal ein bisschen Optimismus zeigen, denke ich. Okay, es war definitiv nur ein Bannweber, nicht der Bannweber gerade. Lasst sie nur kommen für die Freiheit! Wollt ihr direkt hier durchmarschieren, oder? Nur zu! Könnt ihr auch mal treffen. Ja, guck, jetzt kommt immerhin einer zurück. Ja, jetzt kommen beide zurück. Wunderbar. Ja, komm, wir marschieren direkt hier durch. Dann können wir von einer Seite schon mal Angriffe ein bisschen unterbinden. Oh, hier oben ist auch noch jede Menge Eisen. Finde ich tendenziell sehr gut. Werden wir früher oder später mit Sicherheit brauchen. So, wie schaut es da unten aus? Okay, zwei haben wir verloren. Ach, warte mal. Nee, gar nicht wahr. Die sind ja hier unten nur. Warum helft ihr denn nicht mit, ihr faulen Säcke? Das geht ja mal gar nicht. So, Gas geben. Wir werden angegriffen. So, investieren wir dann mal in eine Heilung, bevor die alles abgezapft haben hier. Vorsicht, Gegner! Mir nach. So, ich will jetzt mal die Aura der Heilung ausprobieren. Das ist euer letzter Fehler. Ist quasi unser Auto-Heal. Sehr schön, gefällt mir. Ach, warte mal, da ist ja noch ein Feldherr. Gut, der Nachteil am Auto-Heal ist, ich habe jetzt keinen Mana, um dem irgendwelche Zauber um die Ohren zu knallen. Aber egal, der geht schon down. Oh, Gruftschleicher, da war noch ein Named. Sehr schön. Zu allem entschlossen. So, da knuspert wieder jemand unser Monument an. Ja, ist geil, dass der mir das erst sagt, wenn ich sowieso die Kamera draufgerichtet habe. Da kann er sich das auch schenken. In die Schlacht. Sie besetzen ein Monument. Ja, besetzen würde ich es nicht nennen. Aber... ja, die hauen ein bisschen drauf. Alter, wie viel Malachit ich gefunden habe. Gefühlt bei jedem Bannweber beinahe. I like. So, wie befürchtet, ich habe kein Eisen mehr.
Oh, ein Schwarzwolf. Sofort. Wollt ihr mit dem mal angreifen? Habt ihr Bock? Und los. So, wir klöppeln uns mal hier bis zum Tor durch. Denn ich will wissen, was in dieser Kiste ist. Schnell. Ah, hier oben kommen noch welche Runden. Da müssen wir auch noch hin. Aber da das der letzte Feldherr ist, warten wir damit noch ein bisschen. Und hauen erstmal hier allen auf die Omme. Oh, die sind aber doch ein bisschen robuster. Alles Stufe 10, der Ries. Okay. Ja, es kann sein, dass ich jetzt ein paar Einheiten einbüße. Finde ich nur bedingt schlimm. Ich mach die Aura doch mal aus. Das ist irgendwie... Mir fehlt jetzt gerade wirklich so ein Flächenheal, eine Zone der Heilung. So, und wenn wir mal draufhauen würden, dann hätten wir auch mehr Mana. Theoretisch. Zum Angriff. Ja, guck, Kriegspriester. Zack. Dann hauen wir doch mal direkt den Plan da rein. Und wir hauen das Sanktuarium einfach mal hier hin. Wollen wir da vielleicht 5 Kriegspriester machen? Sehr schön. Hier spawnt jetzt schon mal nichts mehr. Das ist super. Das Tor geht sowieso noch nicht auf, oder? Sofort. Egal, ihr sammelt euch mal. Du haust mal eine Zone der Heilung hier rein. Warte mal, hatten wir da jetzt eigentlich eine Stufe 7? Warte mal, ich habe Stufe 6. Ja, perfekt. Mehr Heal, mehr von allem. I like. Eisschlag auch nicht schlecht, aber ich glaube, Mana, die finde ich definitiv besser. So, was haben wir hier? 5 Weisheit und hier haben wir 5. Oh, warte mal. 10 Ausdauer, 5 Int, 5 Weisheit, 5 Charisma. Ja, guck, der ist doch definitiv sowas von besser. Oh, 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 da habe ich gepennt. Ach, shit, jetzt habe ich wieder nur ihn markiert. Okay, einmal bitte schnell weg, bevor du umzingelt bist. Sehr schön. So, jetzt aber bitte alle mal hier zurück. Leichte Resistenz gegen jede Magie ist super. So, dann baut ihr doch mal hier oben bitte eine Schmelze. Ich muss mal gucken, wo passt die Mine hin? Die passt da direkt vor. Dann machen wir die Schmelze mal dahin. Huch! Oh, ey. Irgendwie, ich bin gerade ein bisschen kopflos, habe ich den Eindruck. Kampffähigkeit, halt Verbündete in der Umgebung. Ja gut, es ist halt die Frage, wollen wir den Heiler mitnehmen? Aber da wir so viele Untote haben, würde ich sagen, gönnen wir uns zumindest 5 Heiler. Oh, sehr gut, uns geht das Eisen aus. Also nicht gut, dass uns das Eisen ausgeht, aber... Fehlt uns hier einer? Ne, einer ist gerade am Arbeiten. Ah, okay. Kann man denn wie in Ruhe arbeiten? In die Schlacht! Ja, zu dir kommen wir gleich. Oder ne, zu dir kommen wir jetzt. Du nukst uns nämlich leider die Arbeiter weg, du Sack.
Hier sind alle Schweinezuchten noch besetzt. Nein, die eine hier nicht. So, nee, diesmal fange ich euch aber ab, bevor ihr da unten seid. Sonst bin ich ja nur noch am Hin- und Her-Hechten. Moment, jetzt stelle ich uns da selber im Weg. Oder die stehen sich selber im Weg. Und los. So, dann. Ah, Mist, wir haben kein Eisen. Stimmt, da war ja was. Ein Hammer wird dich zermalmen. So, jetzt aber mal ganz schnell hier hoch. Sofort. Das wird euch nichts nützen. Doch, das wird mir sehr viel nutzen, wenn ich da hochgehe. Kann ich mich den jetzt abmachen? Ach gut, jetzt nervt uns nicht mal mehr. Schön. Dann holen wir nochmal zwei Arbeiter hinzu, die da oben in die Mine gehen. Und los. Was steht an? So, die hauen wir aber trotzdem auf die Ome. So wie es sein sollte. Das ist eine Falle. So, ich mach mal eben meinen inneren Monk. Der zwingt mich dazu, dass ich den hier jetzt auch noch platt machen muss, weil der da so einsam und verlassen steht und noch ein bisschen Sehnsucht hat nach ein paar Schlägen ins Gesicht. So, dann machen wir noch zwei hiervon. So wir dann genug Eisen haben. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns noch für einen Fernkämpfer. Das ist eine Falle! Folgt mir. Hier. Schnell. So, der wird gleich hier das Tor aufmachen und dann kommt uns einiges entgegen. Aber ich denke, unsere Truppenstärke, die wird dafür locker reichen. Dann können wir noch Upgrades machen? Für Mammut wahrscheinlich nicht, ne? Ne, haben wir alle. Wir könnten theoretisch hier oben nochmal eine Eisenmine aufstellen. Da wir ja jetzt nicht mehr so viel Mammut brauchen, würde ich sagen, reißen wir mal ein paar Schweinezuchten wieder ein. Was wollt ihr? Gibt es Arbeit? So. Eine Mine und eine Schmelze, so sie denn dahin passt. Jetzt. Sehr schön. Sofort. Ein bisschen Eisen fehlt uns noch. Hat jetzt kurz überlegt, ob das jetzt Sinn macht, die noch aufzubauen, da oben die Mine und die Schmelze, aber da wir durchaus die ein oder andere Einheit noch verlieren könnten, denke ich, ja. Macht Sinn. So, dann holen wir euch gleich dazu, hauen den letzten Feldherrn und dann geht das große Gebäsche los. Ja. Folgt mir. Einmal bitte alles sammeln. Und ihr Lieben, wir machen hier an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn es heißt, letzten Feldherrn auf die Ome hauen und das Tor geht auf. Also ihr Lieben, bis dahin. Tschüssikowski.